herzlich willkommen zurück, ne? Wir heute werden reden alle wir alt, über wir meinen werden fetten alle Bauch. Fett. Heute reden wir wirklich über einen fetten Bauch, der so schwitzt wie der Typ hier im Spiel. Gut, jeder wird mit den Jahren, es ist einfach so, jeder wird älter. Und ja, älter ist mir scheißegal. Mich regen die unnötigen Kilos auf. Und weißt du warum? Weil du genauso viel frisst wie früher. Ja, aber... ist okay. Das ist die schnelle Antwort, das ist die kurze Antwort. Das ist die schnelle Antwort. Ich kann dir jetzt aber ein Beispiel machen, da denkst du, da ergibt es null Sinn. Und zwar, ich kann auch sagen, nachher, ich habe eine Zeit lang, Intervallfasten gemacht. Heißt, 16 Stunden nichts essen, genau. 8 Stunden. Das mache ich normalerweise, also das mache ich unbewusst sogar, muss ich sagen. Das heißt, ich habe ja weniger Kalorienzufuhr pro Tag. Das heißt, ich nehme ab. Bei mir war kaum das Gegenteil der Fall. Ich habe nicht rasant zugenommen, aber ich habe zugenommen. Erklär mir das. Das ist keine Wissenschaft für sich selber. Also das ist auch irgendwo so, dass jeder Körper anders ist und anders reagiert und keine Ahnung wie. Ja klar, nur seitdem ich keine Logik mehr dahinter sehe. Du bist immer müde, ne? Du bist immer müde. Nee. Fast immer. Nee. Du brauchst immer Espresso und Co. Ja. Um wieder hochzukommen, ne? Ja, aber ich wäre auch topfit. Warst du schon mal beim Arzt dein Blut testen? Ja. Nach Corona war ich das, wirklich. Okay. Und hast du da auch Schilddrüsenunterfunktion mal angeschaut? Nö. Und speziell getestet? Nö. Weil er hat mir nur gesagt, mein Körper hat reagiert auf Virus. Ich habe ganz viele rote Blutkörperchen. Und mein Körper ist kerngesund. Punkt. Das war die Aussage. Dann denke ich mir, okay, nice, geil. Ja. Das ist auf jeden Fall was Cooles. Nur ich sag so von meiner Seite aus, es ist eigentlich ein Dreisatz. Wenn alles stimmt, wenn nichts irgendwie von der Norm abweicht bezüglich Krankheit oder Stoffwechsel oder was auch immer, dann ist es eine einfache Rechnung. Du musst einfach, um abzunehmen, weniger Kalorien zu dir nehmen, als du ausgibst. War das richtig so rum? Ich glaube ja. Du musst aber weniger zu dir nehmen, als du verbrauchst. Nun ist es so, dass ja eben, wie schon angesprochen, jeder hat seinen eigenen Stoffwechsel und dazu kommen jetzt ja auch früher als Kind, sagen wir mal so ab 20, je nachdem 25 Jahren, ändert sich der Stoffwechsel extrem und man wird immer träger. Heißt also, man braucht weniger Kalorien, weil, sage ich mal, der Stoffwechsel halt viel langsamer wird. Und das ist halt doof gesagt genetisch irgendwo durch und auch evolutionstechnisch schon gegeben, weil ich sag mal so vor 300-400 Jahren wurdest du vielleicht 40 Jahre alt, fertig, ne? Maximal, vielleicht mal 50 oder so, dann warst du schon uralt und hattest einen langen Bart, keine Ahnung, auch als Frau, ne, spielt keine Rolle. Aber es ist halt so, dass früher halt 20 Jahre, da warst du topfit, ne? Und vielleicht bist du mit 25, 30 Jahren schon gestorben, weil dich irgendwann Mammut umgenietet hat oder so. Heißt also, dein Körper ist gar nicht dafür gedacht, so lange zu leben. Und das stimmt komplett nicht. Und von da an, weil wir es halt so in die Länge gezogen haben mit evolutionstechnischen Fortschritten, ist es halt so, das der Körper ist, denkt das, immer noch, er wäre in der Steilzeit. Es ist doof, aber es geht ja auch so weit, dass Weisheitszähne, ne? Das sind Überbleibsel von der Steinzeit und ich habe vor 10 Jahren meine zwei unteren rausgenommen und mittlerweile die zwei oberen machen mir auch schon Probleme und er hat mir so gesagt, mein Zahnarzt hat mir gesagt, ich habe relativ einen kleinen Kiefer. Heißt, habe ich das wirklich gesagt, heißt rein von der Dingens her, von der Evolution her bin ich schon weiter fortgeschritten, ich bin evolutionstechnisch weiter, weil mein Kiefer
einfach kleiner ist als Durchschnitt, ne? Irgendwo schon das sich zu geben. Wir sind in einem Umsprung oder in einem Zwischenstep, da die Weisheitszähne nicht mehr kommen oder halt eben stecken bleiben oder was auch immer. Und irgendwann ist es so weit, dass wir die Dinger gar nicht mehr brauchen. Ist ja auch so im Meer. Wer ein Fisch, der ganz tief irgendwo rumschwirrt, der hat ja keine Augen mehr, der verkümmerte Augen, weil er muss ja gar nicht mehr sehen, weil es ist ja alles schwarz rundherum. Und das ist halt Evolution und irgendwo durch hängt unser Körper kommt gar nicht klar mit unserer Schnelligkeit, die wir so alltäglich mittlerweile haben, die wir uns selbst aufgebaut haben. Ist halt einfach so, wir haben unsere Schnelligkeit, die wir Tag an Tag leben, selbst zusammengeschustert. Und da kommt einfach nicht mehr klar unser Körper. Oder halt mit den Evolutionsschritten, die wir dem Körper vorgeben, kommt er nicht mehr klar. Und hängt halt irgendwo durch noch gemächlich in der Steinzeit irgendwo rum. Und ja, er will halt nicht klarkommen, doof gesagt. Und wir brauchen halt... Wenn du das so sagst, du beziehst dich auf die Evolution. Mhm. Wie zum Geier sind dann die alten Römer schon 70, 80 Jahre alt geworden? Die hatten halt schon Sauberkeit und Co. Also das heißt ja... So ich sag jetzt mal Millionen von Jahren weg, ne? Wir sind immer noch, unser Körper ist immer noch da drüben. Also klar, wir mit unserem medizinischen Fortschritt und Co. sind wir in der Lage, uns mittlerweile ist, wird vorgegeben, dass wir aktuell, also sagen wir mal, unser Kind, mein Kind, hat unser 25... Kind. Weiß ich dann etwas nicht? Keine Ahnung. Unser Kind hier, ne? Im Spiel, ne. meine Kleine, die hat eine 25%ige Chance, über 100 zu werden. Stell dir das mal vor, heutige Kinder haben 25%ige Chance, 100 zu werden. Hm? Nur mal das vor Kopf zu halten. Hört sich geil an. Ja. Aber stell dir jetzt mal vor, wenn du heutzutage schon mit 80 teilweise krepierst, ist jetzt hart gesagt, ist aber so. Und wenn in 80, 100 Jahren dann die durchschnittliche Lebensdauer von 100 Jahren ist, was da dann alles medizinisch aufgeworfen muss, um den Stand anzuheben. Ja. Deshalb gibt es dann sowas wie natürliche Selektion. So hart es sich anhört, so leid es mir tut. Wirklich, ich gönne jedem, dass er 100 Jahre alt wird. Wirklich, das gönne ich jedem von Herzen. Nur das Beste für jeden. Aber ohne das wäre der Planet schon lange überbevölkert. Ja. Durch das, dass wir Menschen noch so fähig sind, uns selber zu zerstören, sind wir auch. Halten wir es noch ein bisschen im Griff, aber trotzdem sind wir überbevölkert. Es gab sogar schon mal nicht eine Studie, aber das war eine Kurzdoku auf YouTube. Ich weiß nicht mehr, von wem es ist oder von war. Aber da hat gesagt, die Weltbevölkerung wird nicht größer werden als 10 Milliarden Menschen. Mit der Begründung, dass in Ländern, die Wohlstand haben, also Bildung, weniger Kinder gebären wird, also weniger Kinder gezeugt wird. Pro Kopf. Nur kurz, ich unterbreche dich nur ungern, aber ich muss euch kurz allein lassen mit StuhlTV. Ey, das drückt bei mir so hart, ich muss gleich was anderes als 10 Milliarden loswerden. Also, entschuldigt mal bitte die kurze Unterbrechung bei mir, aber... Kein Problem. Till regelt das schon auf beiden Channels. Ja. Ich sitze hier da bei den Steinen. Okay, ich komme so schnell es geht. Ja. Wie gesagt, meine Kollegen und Herren, und Damen natürlich, es ist ja mittlerweile bewiesen und auch so, dass eben wenn es klingt jetzt wiederum fies oder halt eben sexistisch, aber es ist wirklich bewiesen worden oder nachgewiesen worden, dass in Staaten, bei denen die Bildung der Frauen relativ hoch gestuft ist oder auch sehr hoch ist, im Gegensatz zu
Ländern, die die Frauenbildung niedrig hat, ist die Geburtenrate niedriger. Heißt also auch, logischerweise, jedes Land macht irgendwie einen Zyklus durch oder jede Bevölkerung macht halt seinen Wohlstandszyklus durch. Und heißt, irgendwann sind wir an einem Punkt angekommen, dass das hinterste letzte Land, vielleicht exklusiv Nordkorea, man weiß es auch nicht genau, diese Entwicklung durch hat und dann maximal, sage ich mal, durchschnitts 2 Kinder pro Familie ist. Heißt also, 2 Erwachsene zeugen 2 Kinder, heißt es geht 1:1 weiter. Es gibt natürlich auch viele Familien, die haben dann auch nur 2:1. Also nicht progressiv, sondern degressiv. Und das führt natürlich dazu, dass am Schluss im End eigentlich die Bevölkerung wieder niedriger wird, je höher die Ausbildung der Frau ist. Es ist wiederum sexistisch, ich weiß, bla bla bla, aber es ist nun mal so, dass generell in unserer Gesellschaft Frauen die Kinder gebären, also austragen. Gebären auch logischerweise. Ich weiß nicht, wie es mit der Zukunft aussieht, wenn irgendwann Kinder dann komplett im Labor gezeugt werden und nicht eingepflanzt werden müssen in Frauen. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile schon möglich ist. Wahrscheinlich schon, aber durchgeführt werden noch nie, weil wegen Kinderrecht und ja. Oh, ich trage wieder zu viel, ne? Ist immer so. Wir tragen immer wieder zu viel her mit uns. Aber es ist immer so. Man, evolutionstechnisch geht es halt irgendwo dann darum, dass halt Frau und so. Und wenn wir dann an Punkt angekommen sind, dass eben degressiv das Ganze sich vorführt, können wir uns auch wieder, sag ich mal, den Lebensstandard, doof gesagt, erhöhen mit dem gleichen CO2 oder halt Energie. Ich sag mal wirklich grob gesagt, Energieoutput ist ja jetzt egal, ob Energie in CO2 geschrieben wird oder in wirklich in Strom selbst, also Energiewert per se, das sind alles solche Dinge, die man halt eben berücksichtigen muss. Und wenn natürlich du, warum greift jetzt der Kollege da an? So. Das ist alles irgendwo so durch, ist cool, dass man sich vor Augen zu halten, dass irgendwann die Menschheit eigentlich sich selbst schmälert. Durch ganz normale Zyklung, nicht mal durch Ausrottung oder so. Also gut, das trägt natürlich bei Kriege und Co. und Hungersnöten und bla bla bla. Das trägt alles dazu bei, dass die Gesellschaft halt eben wieder weniger wird. Aber ist nun mal so, man kann nicht immer alles haben. Und das wird auch nicht sein. Also klar, der Mensch fordert immer mehr von der Umwelt, will immer mehr haben, mehr Ressourcen, mehr alles. Aber es hat ein Nachspiel, das Ganze. Ne? Die Welt nimmt sich das, was sie will, egal, ob wir jetzt Menschen oder nicht. Die Welt nimmt alles, was sie braucht, ohne Rücksicht. Da geht die Temperatur hoch. Wir haben irgendwann in unserem Breitengraden, Schweiz, Deutschland, Österreich, bla bla bla, irgendwann dann ja im Winter nicht mehr 0 Grad, sage ich mal, halt 15 oder 5 bis 10 Grad. Irgendwann dann. Ist für die einen super, für die anderen nicht. Für die Umwelt auf jeden Fall ganz kacke. Das ist einfach so. Auch sowas, wenn du die Umwelt, ne, also die Temperatur auf nur 2-3 Grad höher stellt, was kann schon passieren? Ja, toll, ne? Also die Polkappen schmelzen mal eine Runde weg. Ist logischerweise so, wenn du jetzt aktuell, sag mal so, du bist da um die -1,0 Grad rum, ne? Eis schmilzt da noch nicht, ist alles okay. Wow. Aber wenn natürlich dann 2-3 Grad herrschen und nicht mehr 0 Grad, dann schmilzt das Eis halt, ne? Und dann hast du Probleme, dann schmelzen oder geht irgendwann mal generell halt das Ding hoch. Meeresspiegel, genau. Oh, und dann haben wir ein anderes Problem. Dann sind alle Leute oder alle Zivilisationen oder Gebäude oder Städte, die plus minus im, in den Dingern sind, also in den Höhenmeter, wo halt das Meer ist, die kriegen Probleme. Alle über 100 Meter über Meer, vom Wasserstand her.
die haben noch keine Probleme. Aber was alles für Folgen dahinter sind, wie zum Beispiel eben extremere Schwankungen bezüglich Temperatur, dass wir dann im Sommer halt 40 oder 50 Grad irgendwann haben. Noch nicht heute, noch nicht morgen, noch nicht in 10 Jahren, aber irgendwann wird es so weit kommen. Und im Winter dann das komplette Gegenteil. Also heißt, dann werden wir im Sommer schwitzen wie Sau, im Winter dann eben frieren wie Arschbacke, was ja teilweise schon in den Ländern sind, die jetzt sagen wir keine Vegetation bezüglich den Gebirge hat. Also keine Gebirge, sondern komplett flach. Man sieht es ja auch teilweise in Amerika, wo es halt eben Wüste ist, da ist es gegebenenfalls halt eben relativ arschheiß und im Winter halt eben arschkalt. Also nur der Anfang. Es wird bei uns genau irgendwann so weit sein, dass die Extreme immer wieder zuschlägt und die Natur holt sich alles. Also die Natur ist nicht gnädig, die Natur ist nicht irgendwie sowas, ja, wir verschonen euch, weil wir euch lieb haben. Das ist es einfach nicht. Es ist extrem und tragisch. Und ich glaube, der Herr Patrick ist immer noch auf dem Klo. Der scheißt sich immer noch eine Runde ein. Keine Ahnung. Wir machen mal weiter mit der Folge, ne? Er hat immer noch Stuhl-TV. Der wird in 10 Jahren noch nicht kommen. Der hat es ins Klo festgesetzt, ne? Der Zivilisationsstufe Klositzer. Wenn das soweit ist. Nur noch rum. Gut, wir sitzen ja generell. Wir sitzen nur noch rum. Also auch hier. Ich sitze hier rum, ne? Ich sitze bei der Arbeit, gut, bei der Arbeit nicht nur rum. Ich habe ein Stehpult, aber zu Hause habe ich keinen Stehpult, ne? Zivilisation am Ende. Scheiße. Egal. Kacke. So, bin hey, ich gleich hallo. Zum richtigen Moment hier. Ja, Folgenende. Ah, nice. Ja, dann perfekt. Sehen wir uns das nächste Mal wieder. Ja, Stuhl-TV Ende. Und mir auch. Tschüssi. Tschüss. Boah.